Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rollercoaster Tycoon 2. Um genau zu sein, sind wir bereits bei Part 7 mit dabei. Ist natürlich immer noch der komplette Freedom Squad. Und wie immer Leute, fettes Dankeschön geht raus für euren Support. Lasst eine Bewertung da, wenn euch der Schlüssel gefällt und ihr mehr sehen wollt. Und jetzt viel Spaß mit diesem explosiven Part. Oh, wir sind bei 1300. Haben wir unseren Park Verrückte Burg genannt, oder? Hä? Nee, der hieß so. So hieß es das Szenario. Alter, Leute, ihr müsst so aufpassen. Ach, wir haben ja noch keinen... Parknamen, ja. Aber, weiß ich nicht. Hat jemand... Der beste Park aller Zeiten. Ihr müsst aufpassen, nicht, dass ihr das so teuer macht. Die verschwinden echt alle, restlos. Oh ja, stimmt. Da bei deiner Achterbahn, ne? Ja, man könnte vielleicht sterben. Oh, 5 gegen Willi macht immer noch Gewinn. Ich weiß zwar nicht, wie... Konstante. Eine Konstante, Alter. Ich habe die Drehungen hochgestellt, jetzt finden sie es wieder spannend genug. Was ist eigentlich mit deiner Achterbahn, Maudado? Ja, die baue ich gerade. Junge, wie riesig ist denn deine Achterbahn? Ja, bei mir kriegen die was für ihr Geld. Oh, Manual ist ausgefallen, scheiße. Oh, die Zerstörmanual. Die stecken einfach da oben fest. Oh nein, Holzi! Holzi, bei dir lief's so gut. Und jetzt will dich niemand... Was sagt der? Was sagt der Mulo? Ich bezahle nicht so viel für Holzi. Ach, Holzi. Ich sehe immer noch über... Ich mach mal runter, komm auf 10 ja, hier. Ja, ich würde auch sagen, 10 reicht für Holzi. So. Vielleicht ist auch das mit den Fotos zu teuer. Zwei für ein Foto. Die kommen einfach rein und sehen direkt, oh, Holzi, 20 Euro. Dann geht mal, würde ich auch direkt wieder gehen. Ja, aber 10 mögen sie für Holzi. Ja, ja, da kommen genügend. Oh, Holzi, mach mich nicht traurig, Alter. Du warst ein Mammutprojekt. Du warst einfach mit krass. Den Brezeln? Oh, die Brezeln verkaufen sich. Das ist nett. Wo sind denn die Brezeln? Oh, ach, da, ja. 1,90, das ist aber eigentlich ganz human. 1,90 für eine Brezel. Ja, vorher hat keiner gekauft. Die sind alle nur dran vorbeigelaufen. Oh. Der Rotodrop ist verfügbar. Was ist denn der Rotodrop? Ach, nice! Ich glaube, den kennt jeder, der schon mal im Heidepark Soltau war. Das ist nice. Okidoki, da müssen wir mal. Wieso? Das ist. Boah, wie heißt denn das Ding? Freefall Tower. Die sind halt mega krass. Überkopfmoloch ist ausgefallen. Den mache ich schön hoch. Ach man, ey, wir haben echte Probleme mit unseren Attraktionen, dass die ständig ausfallen. Ja. Also mehr Mechaniker. Ja, mehr Mechaniker und dass die länger gewartet werden. Öffnen. So, Maudado, gibt es schon eine Testfahrt bei deiner? Liegt das nicht verbunden? Weil der eine Weg da im Weg ist. Ja, dann mach den doch weg. Ist doch kein Problem. Oh, bei Holzi läuft's wieder. Das finde ich klasse. Den Weg hätte ich nicht wegmachen sollen. Oh Gott, oh Gott. Und jetzt müssen die alle gleich runterfallen. Boah, das fand ich immer so krass im Heide. Yo! Alter Falter. Da hatte ich zum ersten Mal richtig Angst in so einem Freefall Tower. Weil ich dachte... Oh, es blitzt. Hä? Also bei mir gewittert. Ach so, ja, das hat es bei mir gestern richtig krass. Irgendwann um 2 Uhr nachts oder so. Da dachte ich, alter Scheiße. Alter, was ist denn los? Oh, Alter! So. So, Leute, um euch auf den neuesten Stand nochmal zu bringen. Unser Ziel ist es immer noch, 1500 Parkbesucher zu haben. Wir stehen kurz bevor. Wir sind schon bei 1400. Leute, die letzten 100, die schaffen wir, ne? Mach go, Maudillo. Maudado, ja. Es tut mir leid. Go! Ich weiß nicht, was das immer mit meinem Kopf ist. Dass ich nicht unbedingt... Ich mag Diddle und ich mag Maudado. Ja, Diddle-Mäuse, Alter. Die war mal der heiße Scheiß. Die waren mal cool. Ja, Diddle-Mäuse waren tatsächlich mal cool. Also ja. Es war mal eine verrückte Zeit. Da hatte ich auch eine. So, warte mal. Jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken. Während hier... Oh, guck mal. Das haben wir auch nie gebaut. So eine Einschienenbahn. Die gab es im Heidepark auch immer. Ach, wozu denn? Ja, um von A nach B zu kommen. Ganz ja, aber ehrlich. Unser Park ist jetzt echt nicht so groß, muss ich sagen. Oh, der ist gigantisch. So, warte. Oh, in diesem Monat 2,5 Millionen. Ich suche jetzt nochmal irgendwas, was ich bauen kann. Haben wir denn hier nochmal irgendeine Geilo-Attraktion? Kann mal... Irgendwer testen, wie man unterirdische Warteschlangen baut? Das geht doch ganz easy. Wie denn? Einfach bauen, oder? Nee. Vielleicht geht das aber. Doch, das muss gehen. Das ging. Hier, ich ziehe das mal kurz hoch. Ich sehe den Berg, da, den jetzt, die Erhöhung. Siehst du das? Jetzt ist da ein Eingang. Ist da was passiert? Ach, von der anderen Seite. Ah. Ja, da kannst du jetzt praktisch reinbauen. Also unterirdisch. Hey, aber früher konnte man auch einfach. Nee, das muss hoch genug sein. Der Berg war, weil da eine Schräge ist. Deshalb hat das nicht funktioniert. So. Das merken für die Zukunft. Okay. So, warte mal. Oh Gott! Guckt euch Holzi an!
Holzi ist der neue Superstar. Mit ja, guck, ich habe da ja zwei Wassersprenkler gemacht und schon ist es der Superstar. Oh, tatsächlich. Alter Schwede. Werden die abgekühlt beim Warten. Ja, das ist tatsächlich, das haben sie in Amerika. Ich war ja mal in Los Angeles mit meinen Eltern und da waren wir im Universal Park und so. Was? Oh, nix. Maudato? Was mit deiner Achterbahn? Die Achterbahn hat uns Vermögen gekostet. Guckt euch das Ding an. Ich muss den Weg hier umbauen. Ach so, ja, das ist kein Problem. So, ich mache jetzt mal eine allgemeine Inspektion. Okay, mach die mal teurer. Du wolltest gerade irgendwas mit Wasser erzählen. Ach so, ja, da wird man immer, da gibt's immer diese Sprühdinger, die einen die ganze Zeit so feucht und kalt halten. Ja, das war, in irgendeinem Jahr im Vergnügungspark war ich auch, da war das auch. Echt? In Deutschland? Ja, in Deutschland. Oh, es blitzt. Man könnte vielleicht sterben, ist ausgefallen. Ah, jetzt weiß ich auch, was die Sachen sein sollen. Das sind Blitze. Ich dachte am Anfang, das wäre eine Bildstörung. Das sah immer so komisch aus. So, warte mal. Wie sieht denn überhaupt unsere Parkbewertung aus? Super. Oh, 802, ja, wir haben uns wieder ein bisschen gefangen. Also so, nachdem Manuel uns so ein bisschen mit seinen Explosions in die Scheiße geritten hat. Mann, kann das mal mit den Blitzen aufhören? Die nerven voll. Nee, Leute kaufen den Schirm, ist gut. Ja, aber wir haben ja 5 Millionen. Oh, neue Attraktion? Seifenkistenrennwagen. Das hört sich geil an. Wo ist das? Au, ist schnell. Ja, schnell. Ich beeil mich. Aber ich find's nicht. Wo ist das? Seifenkistenrennen? Oldiewagen? Wagenbahn? Hä? Virginia? Die wollen nicht auf meine Achterbahn, weil es regnet. Ach komm. Ja, doch. Wo bei welchen? Bei dem Achterbahn. Das vorletzte. Ach da, Seifen, ja. Passagiere fahren zu Fahrzeugen. Ja, aber jetzt noch. Ich meine, wir stehen ja kurz vor unserem Victory, nur noch 70. Kann ich der Achterbahn bauen, die einfach nur ein kleiner Kreis ist? Ja, ein spannender Kreis. Der beste Kreis der Welt. Ja, man kann auch, stimmt. Das ist was ich tatsächlich mal bauen kann. Das müsste ich auch hiermit können. Warte mal. Looping-Achterbahn? Das war nämlich sonst immer vorgefertigt. Das werde ich hier mal am Anfang auch einfach reinbauen. So. So, einmal nach oben speziell. Zusatzantrieb, genau. Zack, 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 zack. Und dann boostet der einen nämlich einfach nur nach oben. Ach, da baust du. So, perfekt. Und dann muss ich, glaube ich, dahinter, muss ich nämlich dann eine Bremse bauen. So. Oh Gott, was macht der da? Ja, warte, das wird super. Blockbremsen? Ich glaube, die Bremsen brauche ich da gar nicht. Ich denke nicht, dass das geht mit dem Speed. Warum? Zu wenig. Nee, das funktioniert, glaub mir. Ja? Ja, okay. Aber obwohl du bist der Experte mit dem Speed, ja, eben, ne? Na, aber überleg immer, wie viele Speedboosts ich brauchte, um ein Looping zu schaffen. Ja, aber die müssen ja nur ein bisschen nach oben fahren. Ja, nur ein bisschen, auch so. Ja, okay. Aber ich meine, ich mache lieber erstmal zu wenig. So, Eingang, Ausgang. Jetzt teste ich das Ding einfach mal. Die grüne Achterbahn, ist die von Maudado oder die von Paluten jetzt? Die von Paluten ist am Eingang. Ah ja, ja, die von Maudado ist daneben, glaube ich. Fertig schon? Wir testen die. Ich mach die, guckt aber nicht hin. Wieso? Was ist da los? Ich weiß es nicht, ob das funktioniert, ist mein Problem. Oh, okay. Da krasse Kurven drin. Gerade bin ich nervös, da bin ich laut. Okay. Oh nein! Maudado! Und warum da oben beim Kettenlift auch? Da kommt der zweite. Und yay! Oh nein. Oh Gott. Hui! Ich hab gedacht, die sind schneller. Und da kommt der nächste. Und BATS! Oh nein! Super Karussell ist auch. Nicht schon wieder. Achterbahn 1 hat einen Unfall. So, Was mache ich jetzt? Mini-Achterbahn besonders. Das ist aber die längste Strecke, die wir haben. Mit Abstand. Scheinbar kann man das wirklich nicht mit der bauen, weil ich teste das gerade, ich möchte das testen und es funktioniert nicht, weil die angeblich nicht abgeschlossen ist. Aber ich schwöre... Der ist sie auch nicht. Ja, aber es gibt solche Bahnen, die man so bauen kann. Dass die Leute sterben? Nein! Die fahren hoch und dann fahren sie wieder runter. Ach so. Ja, also das... Ah. Das ist nämlich... Ich bin gerade einfach verwirrt. Aber was ein Spaß. Ja, doch, das war immer super. Das war immer günstig und gut. Aber scheinbar wollen die nicht günstig und gut. Toll. Was mache ich denn jetzt? Ja, bist du arbeitslos. Nein. Ich rette das noch. Wir fahren jetzt hier einmal um die Ecke. Oh. Hä? Wer ist da gerade so lieb und hat versucht, den Eingang da direkt hinzusetzen? Ich mach's doch.
Ich bin's. Ja, aber, Digga, wie soll ich denn meine Achterbahn fertig bauen? Oh, okay. Ups, stimmt. Das könnte deiner Denkfehler. Ja, ist kein Problem. Meine Mama sagt, ich bin besonders. Ja, zu Recht. Scheiße, jetzt gehst du auch da lang? Ja, das geht doch gar nicht. Kannst du da nicht immer hochbauen? Ein bisschen? Ja, warte, ich mach mal so. Ich baue noch eine Schatzkiste vor den Ausgang. Das ist gut. Ja, 4 Stück. Wir vernetzen die doch. Mach was Sinnvolles. So, und jetzt muss er einmal hier... Ich hab deine Dekoration zerstört. Was? Ja. Nee, die Schatzkisten sind ja noch. Das meine ich nicht. Okay, scheiße, ich habe ein Problem. Die Wasserdinger da unten. Wir müssen den Weg irgendwie anders bauen. Nee. Junge Mann, was machst du da? Ich muss da durch. Kannst du doch. Ja, lala. So, wir testen das mal kurz. Nee, ich meinte nicht dich, Paluki. Ach so, okay. Das, was Manu baut. Okay, und jetzt wird's hochgeschossen. Ja! Sehr gut, wie die sind. Fertig. Was macht das Ding denn jetzt? Aber warte. Jetzt wieder vorwärts, ja. Und dann fahren sie wieder da rein. Das kann ich so öffnen. Wird geöffnet. Ah nee, die müssen ja auch irgendwie noch nach Hause. Ach, scheiße. Aber das kann ich so tatsächlich öffnen. Neue Attraktion. Kann ich das verbinden? Kompakte. Umgekehrte Bahn. Man hört einfach nur so, oh scheiße, man hört immer in der Bahn. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich mach's doch schöner hier. Zombie, achte mal. Achte mal bitte. Nee, ich guck da nicht mehr hin. Warum nicht? Zu grausam? Ja. So, jetzt hier nach oben. Boah, ist das schön. Oh, Leute! Wir sind auf den letzten Meters. Es sind nicht mehr viele Leute. Hier, dann spring schnell was. Nein! Boah, ist ja wunderbar, was ich hier baue. Was baust Spitze. Du denn überhaupt? Ja, der Eingang, er steht. Welcher Eingang? Zu deiner tollen Achterbahn. Ach so, danke. Muss ich das hier erstmal löschen? Ist das so gut gebaut, Manu? Danke. Hä? Kannst du bitte kurz den Ausgang an die andere Seite stellen? Warte, mach ich. Falls es geht. Ich bin gerade noch beschäftigt, den schönsten Gang der Welt zu bauen. Warte. Mach mal kurz, komm. Ja, warte doch. Du kannst es doch selber machen. Nee, oder? Ja, na klar. Boah, war das jetzt dieser komische Ausgang, eine schwere Geburt. Ja, dann muss ich aber die Achterbahn beenden, kurz. Ja, das kannst du ja. Die ist ja auch nicht mal geöffnet. Setz ihn da einfach schön an die andere Seite und dann passt das. Oh, wir haben gerade Besucher verloren. Scheiße. Egal. Perfekt, dann kriege ich meine Bahn noch in. Ja, man kann es nicht woanders hinstellen, man darf es nicht. Wie? What the fuck? Achso, ja, dann ebne das einfach. Zack, du musst es einfach einmal ebnen. Und jetzt müsstest du den da reinsetzen können. Schaffen wir es, die 1500 Parkbesucher zu knacken? Diese Frage werden wir im nächsten Part beantworten. Und zudem ist ja noch immer die Frage, wird Maudados Achterbahn beim nächsten Mal wieder exploden oder wird sie es schaffen? Wird sie ein voller Erfolg? Leute, das war's mit der heutigen Folge. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Schaut unbedingt bei Maudado German Let's Play und Zombie vorbei. Alle drei sind ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.